Hallo miteinander, also mein Name ist Jakob Miksch. Ich stelle euch heute meine Masterarbeit vor, an der ich momentan gerade noch arbeite. Ich studiere hier an der Uni Salzburg angewandte Geoinformatik und bin gerade schreibe meine Masterarbeit aber an der Uni Heidelberg momentan. Genau, und fange gleich mit dem Beispiel an. Das ist einfach jetzt von der ganz normalen OpenStreetMap-Seite ein Routing über einen Platz drüber, und wie man sieht, geht die Route außen am Platz entlang und nicht gerade rüber, wie man sich vorstellen würde. Und das ist eigentlich gar nicht so das große Problem, weil jeder Mensch natürlich gerade drüber laufen würde und diese Ecke nicht laufen würde. Und das eigentliche Problem ist in dem Bild ganz gut erkennbar. Und zwar von oben von dem Punkt nach unten wird geroutet, und zwar ist der gleiche Anfangspunkt, aber drei unterschiedliche Endpunkte, einmal, also minimal versetzt. Die blaue Route führt eben hier außen an der Fläche entlang und ist wesentlich zu lang. Und die andere Route, die versucht gar nicht erst an dieser Außenfläche entlang zu gehen, sondern nimmt einen komplett zu langen Weg und... ein Laserpointer, dankeschön. Ja. Okay. Genau. Und die schwarze Route, die habe ich jetzt selber eingezeichnet, das wäre die Optimalroute. Und wie ihr vermutlich wisst, das Routing mit OpenStreetMap funktioniert eben so, dass eben aus den bestehenden Wegen ein Graph generiert wird, und die Flächen sind in diesem Graph so integriert, dass quasi nur die Randfläche erfasst ist, aber nicht eben quer durchgeroutet wird. Und das erzeugt eben solche seltsamen seltsamen Routen, und manchmal gibt es eben auch richtig falsche Routen, wie diese hier, und das ist ein Problem, das ich eben mit in meiner Masterarbeit eben angehen will. Es gibt dazu auch schon Ansätze, und zwar ist es die nachträgliche Begradigung, dass man eine bestehende Route, die an der Fläche entlang führt, ein Algorithmus nachträglich nochmal drüber und schaut, welche Wegstücke an der Fläche entlang gehen, und die werden dann durch die Fläche durchgelegt. Also im Fall von dieser blauen Route wird dann nachträglich nochmal gerechnet, dass eben nicht hier am Platz entlang gegangen wird, sondern einfach gerade durch. Das wird sich aber nicht anwenden lassen auf diese rote Route, weil diese quasi schon mal von vornherein gar nicht, also hauptsächlich nicht an Plätzen entlang geht. Das heißt, der Ansatz funktioniert nicht immer. Dann gab es da noch ein anderes Paper, das überlegt hat, dass man auf einen kompletten Platz so einen Spider-Grid einfügt und dass dann eine Route quasi in diesem Grid entlang führt und die dann nachträglich auch nochmal begradigt wird. Dann, erfordert aber, dass quasi der bestehende Algorithmus eben noch nachträglich mal verändert wird, was ein bisschen ungewöhnlich ist. Genau, aber könnte man eben implementieren. Dann, man könnte Sichtverbindungen implementieren, und das ist, die beiden Bilder sind vom OpenStreetMap-Wiki. Da gab es eine sehr, sehr lange Diskussion, was man eben machen soll mit diesem Flächenrouting, und dieser Wiki-Eintrag ist, so wie ich es verstanden habe, eine Zusammenfassung, und da wird eben vorgeschlagen, dass man so Sichtverbindungen einfügen kann. Und das Problem bei diesen Sichtverbindungen ist, dass die erstmal sehr rechenintensiv sind, weil jeder Node mit jedem verbunden wird, und das geht da von der Rechenzeit ganz recht schnell nach oben gehen. Und vor allem, wenn zum Beispiel hier sind Fahrradständer auf diesem Platz eingezeichnet, und die haben jeweils 4 Nodes, und das, dann schießt quasi die Anzahl der berechneten Linien schießt dann durch die Decke. Und man kann das aber wiederum nachträglich wieder reduzieren, wieder Aufwand. Dieses Konzept, das ist auch schon integriert in Open Trip Planner, das ist auch eine Open Source Java Routing Engine, und da kann man scheinbar, so wie ich es mal getestet habe, kann man eben anhand von diesen Sichtverbindungen über Plätze drüber routen. Genau. Ich habe jetzt mal mehrere Algorithmen oder also mehrere Möglichkeiten, wie man jetzt eine Fläche in einen Graph verwandeln kann, habe ich jetzt mal beispielhaft gezeigt. Und zwar einmal könnte man eben so ein ganz normales Grid drüberlegen, das mit 5 Meter Raster,
Breite oder mit Diagonalen dazu. Und das, da geht dann natürlich die Kantenzahl sehr nach oben und das ist die Frage, ob man das will. Und man kann natürlich auch die Größe variieren. Das wäre dann hier im nächsten Bild, da hat man jetzt nur eine 10 Meter Auflösung. Und man kann natürlich, wie man sieht, das ist jetzt einfach Nord-Süd ausgerichtet und manchmal die Plätze sind ja nicht immer Nord-Süd, da kann man eventuell noch überlegen, ob man diese Grids jetzt quasi in den Platz an der Hauptrichtung ausrichtet. Eine andere Möglichkeit, dass man mit den Delaunay oder Voronoi Algorithmen drüberlegt. Schauen, also hat manchmal bringt es gute Ergebnisse, manchmal ein bisschen schlechtere. Also diese blaue Linie hier, die zeigt eben den Weg, den wir von der einen Seite vom Platz zur anderen gehen würde. Und das blau gepunktete ist die optimale Linie. Und beim Voronoi ist, ja, je nachdem. Und die Launa hat zufällig halt hier keine Kante, deswegen gibt es hier so eine seltsame Ecke. Dann ein Skeleton. Das ist ganz grob gesagt, wandern die Nodes alle in die Mitte und bilden dann sozusagen eine Linie und ziehen sich so zusammen. Das bringt manchmal ein ganz gutes Ergebnis, manchmal ziemlich schlechte. Hier ist auch so eine Ecke drin und hier bei Visibility oder Sichtverbindung eben. Das Problem, dass hier eben jetzt kein Node ist, deswegen wird hier keine Sichtverbindung gerechnet und deswegen wird hier auch so eine Ecke eingeschlagen. Das sind einfach mal so ein paar Möglichkeiten, wie man quasi einen Graph über eine Fläche legen kann. Und ich habe das für ganz Baden-Württemberg mal ausgerechnet, also in 5800 Flächen. Und ich habe dazu Graphhopper benutzt, mit eben auch so ein Java Routing Engine. Und wenn man jetzt Baden-Württemberg normal durchrechnen lassen würde, wäre es, oder halt auf meinem Laptop speziell, das ist natürlich maschinenabhängig, hat es jetzt 17,5 Minuten gedauert. Und es werden 2,6 Millionen Kanten erzeugt. Und dann habe ich einfach separat mal gerechnet, wie das wäre, wenn man jetzt alle Flächen mit den jeweiligen Algorithmen belegen würde. Und dann geschaut, wie viel länger das dauern würde und wie viel mehr Kanten produziert würden. Und zum Beispiel bei diesem Spider 5, also bei dem 5-Meter-Grid mit Diagonalen drin, wird die Rechenzeit und die Kantenzahl wird sich ungefähr verdoppeln, was natürlich ein Problem darstellt. Wenn man jetzt ganz Europa prozessiert, dann hat man wahrscheinlich mehrere Gigabytes an Routing-Graph. Wenn man dann das plötzlich nochmal verdoppelt, dann ist es schon einiges. Und dann Grid 5 hat dann weniger, man hat halt nicht die Diagonalverbindungen und dann Visibility, ist die Rechenzeit halt dann bis zu 40% mehr. Und genau, das ist einfach mal so eine grobe Abschätzung, wie die Rechenzeit und die Kartenanzahl eben nach oben geht. Und ich habe jetzt beispielhaft den Grid 5 Algorithmus mal implementiert. Da habe ich ein Video. Genau, also das ist jetzt in der Innenstadt von Heidelberg. Und also diese Plätze hier, die beiden, sehr normal kann man, also mit dem normalen Routing kann man eben nur außen umgehen und jetzt habe ich also diesen 5-Meter-Grid reingelegt und das kann man eben auch quer durchgehen und manchmal sind die Ergebnisse auch noch sehr zackig, aber zumindest ist es auf jeden Fall besser als vorher und man hat eine wesentlich realistischere Route. Genau, ist auf jeden Fall noch ein Prototyp und werde ich noch an einen, noch vielen Punkten verbessern müssen. Genau. Okay. Genau, und der Graph sieht dann nachträglich so aus, also man sieht ganz eindeutig, welche Flächen jetzt hier prozessiert wurden und man sieht, dass auf jeden Fall wesentlich mehr Kanten erzeugt werden. Das ist erstmal die eine Sache und wenn ich jetzt diese Kanten einfügen will, dann habe ich das Problem, dass ich am Anfang ja einen ursprünglichen Way habe und den muss ich ja auch verändern, weil neue Nodes hinzukommen, damit
quasi überhaupt auf den Graph gegangen werden kann. Und in diesem Graphhopper-Programm ist es eben so, dass jeder geschlossene Way auf eventuell vorhandene Barrieren geprüft wird, damit das Routing eben gegebenenfalls richtig handelt. Also manchmal gibt es eben private Wege oder es gibt irgendwelche Absperrungen und es wird eben noch geprüft. Das heißt, erst habe ich den ursprünglichen Weg, füge dann alle neuen Anschlusspunkte ein, dann wird dieser Weg auf Barrieren geprüft und dann später kommen erst diese neuen virtuellen Wege rein, die ich dann mit dem Algorithmus eben implementiere. Das hier nochmal in groß, also hier, das sind die ursprünglichen Nodes. Dann kommen neue Nodes hinzu und dann eben noch zusätzlich dieser Graph innen drin. Genau, und jetzt gibt es da schon also ein paar Probleme oder Herausforderungen, sag ich mal. Es gibt schon über manche Flächen bestehende Wege, die allerdings nicht real existieren. Also das ist in der Uni Heidelberg. Und diese Wege, die existieren in der Realität nicht und die sind eben gemappt worden für den Router, damit man drüber routen kann. Und das ist halt immer so eine Sache, ob man das will oder nicht. Man soll ja nicht für den Renderer mappen und auch für den Router nicht. Und wobei, also das ist eben halt eine persönliche Entscheidung, muss jeder wissen. Und hier sieht man, sind sie eben sichtbar. Es gibt aber auch eben Flächen, wo sie eben unsichtbar sind, wo sie dann irgendwie als, ich glaube, Layer minus 1 oder halt irgendwie quasi als Pseudotunnel angegeben sind und das ist natürlich auch nicht schön. Und bei mir ist jetzt so, dass diese bestehenden Wege sind nicht mit meinem Graph kompatibel. Das heißt, wenn man quasi auf dem Platz ist, dann kann man nicht mehr, dann muss man auf meinem Graph bleiben und kann aber nicht auf die bestehenden Wege rübergehen. Und wenn man eine groß angelegte Lösung hat, muss ich mich halt mal überlegen, wie man das dann machen will. Genau, das ist eben die eine Sache. Dann, was auch ein Problem ist, eben die Topologie. Zum Beispiel habe ich hier das heißt Polygon und da gibt es eben eine Straße, die hier so vorbeiführt und die teilen sich, die meisten Nodes, aber manchmal eben halt auch nicht, weil nämlich der Mapper dann genau daneben den Node gesetzt hat und passt da nicht zusammen. Und hier habe ich es jetzt künstlich ein bisschen rausgezogen, damit man sieht, aber oft sind diese Nodes halt nur 1 Millimeter nebeneinander so gefühlt und wenn man dann hier auf dieser Straße startet und hier runter will, dann muss man erst zu diesem Node rüber und dann runter und kann nicht direkt den Platz betreten. Das sind solche Sachen, die ein bisschen Problem darstellen und vor allem, wenn ich dieses prozessiere, dann ist dieser Weg schon im Routing-Graphen drin vielleicht und ich kann den nicht mehr so, also ich kann diesen Weg jetzt nicht mehr noch ransnappen oder das ist zumindest technisch momentan schwierig und das ist eben die Datenqualität von OpenStreetMap, wo es halt manchmal gut ist, manchmal nicht so gut, muss man eben das jeweils lösen. Genau, und dann noch eine Sache, wo ich noch gar nicht mich rangemacht habe, ist in Relationen. Hatten wir vorher eh schon und die sind halt teilweise sehr komplex. Also hier ist irgendwie Sägewerk bei Donau-Eschingen, da habe ich mich völlig erschlagen, dass es sowas gibt. So ein Riesenpolygon, Multipolygon und das hier ist vielleicht ein bisschen normaler, das ist der Bismarckplatz in Heidelberg, wo dann hier ein Gebäude ausgeschnitten ist. Und da ist eben die Datenstruktur ein bisschen komplizierter, weil beim Parsen muss ich mir dann quasi erstmal selber das Multipolygon wieder zusammensetzen. Das geht auch, aber muss man eben machen. Und dann ist es eben so, dass die ganzen Ways, aus denen diese Relation besteht, oft schon im Routing-Graphen drin sind und ich sie nachträglich nicht mehr bearbeiten kann. Das heißt, ich kann diese Anschlusspunkte jetzt nicht mehr in diese Ways reinsetzen und das ist eben noch ein Problem. Das kann man wahrscheinlich auch technisch lösen, das aber halt wiederum macht alles komplizierter und meine momentane Idee ist, dass man einfach einen kompletten Way oder eine komplette Außenlinie einfach nochmal separat drüber legt. Das heißt, man hat am Rand vom Platz hat man dann quasi zwei übereinander liegende Linien. Und ich muss erstmal testen, wie das sich in der Realität eben, wie das funktioniert. Und genau, das sind so mögliche Ansätze. Genau, jetzt nur zusammengefasst. Also ich will hier das Routing über die Flächen machen. Probleme sind die Datenqualität von OpenStreetMap, dann, dass die Multipolygone machen noch zu schaffen und dann muss ich noch den passenden Algorithmus finden, dass eben nicht zu viele Kanten produziert werden und auch die Rechenzeit nicht zu hoch geht und dann noch ein Fernziel ist natürlich, dass die Route, die berechnet wird, auch einigermaßen nah an der Route ist, wie Leute laufen würden und genau. Und wenn jetzt jemand Kommentare oder Fragen hat, dann würde ich mich sehr freuen dazu. Ja. Gut. Wie hast du den Graphhopper gefüttert mit den Daten, die vielleicht nur so ein OSM-File erstellt, wo zusätzliche Nodes und Ways eingefügt werden oder hast du das irgendwie eine Graphhopper-Datenbank gemacht? Also das ist so bei, prinzipiell habe ich einfach mit Graphhopper
kann man sich ein OSM-File durchparsen lassen und ich habe quasi in diesem Parsing-Prozess eingegriffen und habe und da das filtert dann eben durch, je nachdem, ob es ein Way ist oder nicht. Und dann habe ich quasi mehr oder weniger if, wenn das ein Polygon ist, dann füge noch zusätzlich diesen Grids-Graph ein, genau, also quasi im Programm. Ich habe nämlich letztens für mein Rollstuhl-Routing-Projekt genau dasselbe Problem gehabt, ah, ja, mit Flächen-Routing. Wunderbares Routing, bis auf die Flächen. Ich habe dann, ich verwende die Open-Source-Routing-Maschine für das Ganze. Mhm. Und es gibt sicherlich auch andere, es gibt dann auch mehr Routing-Algorithmen. Und die ideale Lösung wäre eigentlich, wenn es ein extriges Programm gibt, wo es ein OSM-File nimmt, die Flächen irgendwie die Wege zusätzlich berechnen und die dann in dieses OSM-File einfügt, dass sie von jedem Routing-Algorithmus verwendet werden kann. Ja. Das wäre eigentlich, glaube ich, die Ideallösung, dann könnte man das mit jedem Algorithmus verwenden. Das ist etwas, was ich mir wünschen würde. Ich habe dann etwas angefangen, selber was zu schreiben mit JavaScript und so weiter, aber die Rechenzeit hat mich dann natürlich getötet. Und der ideale Algorithmus wäre meiner Meinung nach, indem man alle Eintrittspunkte auf einer Fläche nimmt, zum Beispiel alle Gebäudeeingänge, alle Übergänge zu Straßen, und von denen aus jeden möglichen Routen quer, also ich habe das so gemacht, dass ich zusätzliche Wege reingelegt habe, von jedem Punkt zu jedem Punkt, also von jedem Eingangspunkt, der Sinn macht, weil irgendeine Hauswand, die sich vorbeischlängelt in sehr rund, macht es keinen Sinn, da eine Route wegzuberechnen, weil das ist ja kein Eintrittspunkt. Ja. Bei Konvexen würde es durchaus Sinn machen, wenn man irgendwas zum Beispiel um einen Brunnen herum was zu berechnen, aber bei allen konkaven Kanten, bei allen konkaven Knoten, die kein Eintrittspunkt sind, die habe ich gleich mal ausgestrichen. Ja. Und dann bin ich dann so weit gekommen, dass es ideal wäre, zuerst einmal alle Kanten reinzulegen und dann einen Routing-Algorithmus von jedem Eintrittspunkt zu jedem Austrittspunkt möglichen zu berechnen zu lassen und die Kanten zu behalten, die eben auch im Endeffekt bei irgendeiner Route verwendet werden, alle anderen wieder rauszuwerfen. Das Programm müsste nur jemand schreiben. Ja. Ja, genau, das ist eine gute Idee, das habe ich mir auch schon mal überlegt. Und momentan ist es einfach, es erstmal zu testen mit GraphHopper, aber das ist auf jeden Fall ein Projekt, was in Zukunft auf jeden Fall interessant wäre. Mhm. Genau, und das mit dem nachträglichen Rausfiltern, das eben auch macht auf jeden Fall Sinn, dass man nicht irgendwie tausende Visibility, also diese Sichtverbindung hat, weil die ja oft eben nicht zielführend sind. Ja. Ich bin eben gerade auf das Problem gekommen, wenn er von einem Knotenpunkt mehr als 10, 15 Wege weggeht, die Open Source Routing Maschine mit ihren Contraction Hierarchies hat ein wahnsinniges Problem damit. Okay. Ja. Also sobald da mehr wie 10 bis 15 Wege so einen Knoten weggehen, geht die Rechenzeit exponentiell nach oben und man kann es eigentlich vergessen. Ja, okay, ich glaube hinten war es erst. Ja, ich wollte so eine Anmerkung loswerden, und zwar, das hast du, dein Ansatz ist ja jetzt auch das, was der Michael gesagt hat, ist praktisch so, wir versuchen mal, weil wir die Flächen nicht umgehen können, versuchen wir die Flächen auf Kanten und dann können wir umgehen und dann ist alles gut. Genau. Das ist immer so, ich denke. Eigentlich ist das ein bisschen schade. Ich habe mal vor zwei, drei Jahren auf der SOTIN-US habe ich so einen Film gesehen von einem Vortrag, den da einer gemacht hat. Da hat er über einen Algorithmus gesprochen, der praktisch Bitmap-basierend Routing über Flächen macht. Also du bist praktisch, das Problem dabei ist, du kannst da nicht einfach GraphHopper oder irgendeinen kantenbasierten Algorithmus benutzen, sondern du musst dafür halt echt einen extra anderen Algorithmus nehmen, aber der funktioniert halt so, dass er gesagt hat, okay, ich rastere diesen so, wie es beim Rendern halt auch passiert, ja, ich rastere diesen Platz auf in, keine Ahnung, 100 mal 100 Pixel und ich befinde mich jetzt an diesem Pixel. Okay, gut, welche Nachbarpixel kann ich betreten? Wenn da jetzt irgendwo ein Haus ist oder ein Springbrunnen, dann kann ich den Pixel nicht betreten. Wenn der auch so grau ist sozusagen und so ein Platz gerendert ist, dann kann ich den betreten. Und dann hat er praktisch wie so ein Flatfill-Algorithmus im Grafikprogramm halt versucht, auf die Weise den besten Weg zu finden. Das fand ich eigentlich einen ziemlich coolen Ansatz. Aber das ist ja ein wiederkehrender Ansatz, dass er das halt ganz in die Ohne machen lässt. Ja, der Unterschied ist ein bisschen mehr. Natürlich kann man das machen, dass man so ein Algorithmus nimmt und daraus dann wiederum nachher ein Netz generiert, ein Kantennetz. Das führt aber dann dazu, dass du kein Routing mehr machen kannst zu bestimmten, also so, wenn du so machst, wie es der Michael vorhin gesagt hat, dass du alle denkbaren Ein- und Austrittspunkte in den Platz nimmst und das Kanten generiert. Und du hast dann jetzt die Routing-Aufgabe, okay, ich will aber jetzt in diesen Punkt auf den Platz hinrufen. Oder ich stehe an diesem Punkt auf dem Platz und will von hier weg. Dann musst du sozusagen auch immer auch mal erst zur nächsten Kante finden, bei so einem kleinen Platz, okay, gut, Luftlinie hin. Aber eigentlich wollten wir ja gerade weg von diesen Luftlinien irgendwo hin, sondern wir wollten, dass der Algorithmus einen den letzten Weg finden kann.
auch wenn man irgendwo Bitmap hat. Also diese Bitmap-Sachen fand ich ganz spannend, aber ich habe mich damit jetzt nie, ich habe nie versucht, das zu implementieren oder so. Und ich glaube, das insbesondere Schwierige ist, dass man ja dann so eine Art Übergabepunkt braucht zwischen irgendwas wie Grafhopper, womit ich dann irgendwie einen längeren Fußweg in der Stadt spreche und dann zwischendurch sind einzelne Plätze, wo ich dann irgendwie so einen Bitmap-Algorithmus ansprechen müsste. Ne? Aber fand ich einen ganz interessanten Vorteil, unabhängig von der Komplexität, der Geometrien von den Flächen ist. Ja, genau, kurz. Weil das ist, glaube ich, dein großes Problem mit den diversen Verfahren, die du am Anfang vorgestellt hast, dass ja. die halt alle, fast alle, sehr schlecht mit der Komplexität der Geometrie skalieren. Ja, genau. Und als Kommentar, genau, das ist eben der Ansatz, dass wir, dass man den, die Fläche eben wirklich zum Graphen eben einfügt, dass man quasi die ganzen normalen Dijkstra und A-Stern-Algorithmen nehmen kann und eben halt den Algorithmus nicht neu schreiben, aber das wäre natürlich auf jeden Fall eine Idee, dass man quasi diesen in den Algorithmus selber reingeht. Das wird es zielführender eben ja, lösen, das stimmt, ja. Genau, dann der nächste. Ja, bei mir ging es eigentlich in dieselbe Kerbe. Das hat mich eigentlich irgendwie gewundert, dass wir so weit suchen muss. Ich hätte mir irgendwo gedacht, dass es in der großen, weiten Grafikwelt eigentlich schon sowas gibt. Dass man das nicht nochmal neu erfinden muss. Ja. Dass da die Leute, die also jetzt, was weiß ich, irgendwo hingestellt oder dass in den kleinen Programmen da schon so Werkzeuge drin sind. Ja. In der Grafik ist das ja eigentlich nicht ein Problem. Geköpfte Route über einen Kleinen. Ja, genau. Art, aber also das hat mich, gibt es da schon eine Menge Album. Er hat ja auch eine ganze Reihe vorgestellt. Ja. Ne? Das hat mich, ich habe mich irgendwie gewundert, dass man jetzt überhaupt danach suchen muss. Ja. Genau. Ja. Erwartet, da gibt es schon was, was im Prinzip genau das macht. Ja, doch, das ja, muss man, genau, muss man auf jeden Fall nochmal schauen. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Genau, da war noch eine Anmerkung. Oder, na gut, ja, bitte. Ich sage jetzt mal, abhängig von dem akademischen Nutzen dieser Forschungsarbeit, welchen praktischen Nutzen siehst du darin? Ja, man kriegt halt bei speziell für Fußgängerrouting kriegt man halt bessere Routen, vor allem halt schließt man aus, dass man eben falsche Routen bekommt, wie bei dem Beispiel da am Anfang, dass man sowas eben vermeidet, dass also wenn man jetzt in der Stadt sich nicht auskennt, dann kann es eben sein, dass man eben halt jetzt diese komische falsche Route geroutet wird. Ist schon klar. Ich sage mal, so ein Platz ist ja in der Regel so gestaltet, dass man immer als Fußgänger entweder überqueren kann oder halt nicht. Das siehst du in dem Augenblick, wo du vorhast, wenn du so ein Routing außenrum von deinem Computerprogramm vorgerechnet kriegst, dann ist dir von vornherein klar, der macht dann Fehler. Wenn du diese Zickzack-Linie, so wie du es dann in deinen verschiedenen Ansätzen ausrechnest, ist dir auch sofort klar, da stimmt irgendwas nicht. Ja. Letzten Endes ist die menschliche Entscheidung vor Ort ja, ja. Die du fällst. Also richtig praktisch ist das eigentlich, glaube ich, nicht. Oder? Okay. Es gibt ein weiteres Problem hinzu, und zwar, der rechnet die schnellste Route von Punkt A nach Punkt B. Ja. Wenn jetzt allerdings ein Platz in der Mitte ist, ist die schnellste Route nicht mehr die durch, sondern außenrum. Da könnte sein, dass er die kompletten Weg und Kilometer wegschiebt. Weil halt in der Mitte auf der schnellsten Route irgendwie so ein Zickzack-Plan ist. Das heißt, die schnellste Route ist dann nicht mehr die schnellste. Das ist das Problem. Ja, ja. Es ist auch so, zum Beispiel, wenn du so große Campus anschaust, Anlagen von Universitäten, wo die Schüler praktisch Pfade durchkrampeln. Ne? Es ist auch nicht immer die kürzeste Route, sondern das bildet sich einfach so, weil es der bequemste Weg ist oder weil einfach alle gehen. Also dann nimmst du einfach den Weg, weil die Leute schon vorher gegangen sind oder du nimmst irgendwie eine Abkürzung, dann bildet sich da ein neuer Weg. Das kannst du, das ist nicht der kürzeste Weg, das ist halt der Weg, den alle gehen. Naja, aber es gehen ja nicht alle draußen rum, das ist einfach nur falsch. Ja, ja, aber ich sage jetzt mal, wenn die Leute durch den Park durchgehen, dann werden sie auch nicht die direkte Linie nehmen, sondern die gehen halt irgendwie so eine leichte Kurve oder so, das bildet sich halt dann so evolutionär heraus. Und da gehen einfach alle entlang. Ja, aber ich sehe das jetzt aus der Sicht des Touristen, der sich überhaupt nicht auskennt. Ja, ja. Und der den Platz noch nicht einmal sieht und sagt nur sein Routingprogramm, geh jetzt Straße links, rechts, ja, ja. In Wirklichkeit wäre aber gerade rechts, links, rechts das Kürzere. Ja. Weil halt der Routing-Algorithmus da den Fehler gemacht hat und die Strecke künstlich verlängert hat. Ja, ja, aber wenn ich als Tourist irgendwo hingehe, dann möchte ich vielleicht auch mal irgendwie einen kleinen Umweg in Kauf nehmen und mir das anschauen. Es ist ein Park, der ist in 10 Minuten durchquert, sag ich mal. Ja. Ja, das ist vielleicht gut, wenn du Fußtourist bist, wenn du Rollstuhltourist bist, dann müssen wir bitte die kürzeste Route haben. Ja. Vielleicht ein Argument. Ja. Wenn es ein Weg gibt. Ja,
Genau, nur kurzer Kommentar dazu. Also die ästhetische Route ist natürlich auch eine Sache. Gerade wenn man am Platz entlang geht, dann geht da wirklich keiner exakt am Rand vom Platz entlang, sondern wahrscheinlich mit 2 Meter Abstand auf jeden Fall. Das ist so eine Sache, die man vielleicht auch noch einbauen könnte, aber das ist nur als Zukunftsmusik, ja. Dann, ja. Ja. Meine Frage, man hat zuerst solche Tracks gesehen, waren das GPS-Spuren, wo dann irgendwo ein Fahrradständer in der Mitte war, wo dann mehrere Spuren hingeführt haben, oder war das nicht so geworden? Das waren Sichtlinien. Das waren Sichtlinien, okay. Ja. Also meine Frage, das hier, oder? Über OpenStreetMap hinaus, also OpenStreetMap, also wir mappen vor Ort mit Luftbilder und so weiter, aber die kommerzielle Kartenindustrie, diese kommerziellen Navigationssysteme, die verlassen sich jetzt immer mehr, habe ich das Gefühl, auf GPS-Spuren, die was auch kommerziell ankauft werden. Gibt es da eine Chance aus der Sicht für OpenStreetMap, dass wir auch solche Daten erhalten können und dass man dann so eine Dreckwolke sieht, wo also die meisten Fußgänger sich bewegen, oder sind es Daten, die einfach uns auch künftig als OpenStreetMap nicht zur Verfügung stehen? Weil da geht es auch um autonomes Fahren, wo also dann sozusagen das Gesetz der Herde dann oft auch für Routen Wahl herangezogen wird. Diese Welt, habe ich das Gefühl, geht dann in diesem Projekt. Also mein Ansatz ist jetzt erstmal, nur mit den bestehenden OpenStreetMap-Daten Flächenrouting zu ermöglichen. Und das mit den GPS-Tracks, auf jeden Fall wäre interessant, halt mal zu schauen, wie Menschen über Flächen überhaupt drüber gehen. Aber ich habe da jetzt keine dazu, aber es wäre auf jeden Fall ein interessanter Forschungspunkt, das zu haben. Und mit die Möglichkeit, GPS-Tracks hochzuladen auf OpenStreetMap. Da kann man durchaus eben so Cloud-Bildungen sozusagen verfolgen, wenn genügend Datenmaterial vorhanden ist. Das ist halt eine Frage der Qualitätssicherung, wie gut sind dann diese Daten. Aber es gibt nicht nur von OpenStreetMap.org GPS-Tracks, man kann sich GPS-Tracks ja auch in Jossen. Beim normalen Runterladefenster gibt es rechts oben versteckt, man hätte GPS-Tracks runterladen. Und dann gibt es zusätzlich noch die GPS-Tracks von Mapillary, die man sich anzeigen lassen kann. Und zusätzlich gibt es noch von Strava, das ist eben auch eine Firma, die teilweise mit OpenStreetMap arbeitet, die haben einen eigenen ID-Editor, wo du sogar Tracks auf den Mittelwert von GPS-Tracks hinziehen kannst. Okay. Und die kriegt man sicher irgendwo. Also das wahrscheinlich ist es eine Kombination aus solcher Arbeit, aus einer Datenwolke, an GPS-Tracks und dann vielleicht auch noch Vorgaben, wo man sagt, okay, man will zu gewisser Zeit, zu gewissen Tageszeiten den Strom, den Verkehrsstrom, den Fußgängerstrom vielleicht nicht gerade zu diesem Punkt hin nutzen, sondern irgendwo zielt, vielleicht eine andere Route fließen lassen, weil es dort vielleicht einen Stau gibt. Das mit einer gleichen Umgehung, das dann möglich wäre, dass es dort zu einer verkehrstechnischen Verbesserung kommt. Also da gibt es, glaube ich, viele Faktoren, was dann noch einfließen könnten in so eine Arbeit, wo das ein Aspekt ist, so eine Arbeit, dass man versucht, das perfekt zu ermuntern, aber man auch andere Faktoren noch mit einfließen könnte in so eine Form von Routing. Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich kann mir vorstellen, dass bei so großen touristischen Plätzen ist ja ganz viel Menschen irgendwie, dass man da vielleicht nicht direkt durch will, sondern eher eine andere Route. Aber das ist dann quasi der zweite Schritt. Also wenn es mal funktioniert, dann kann man das nachträglich immer noch einbauen mit diesen Metadaten. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, wo man sich noch Gedanken machen kann. Ja. Könnte ja rein theoretisch diese Arbeit ja auch dazu benutzen, um gewisse Sightseeing-Routen zu optimieren, wo gewisse Punkte also als Attraktionsroute dargestellt werden und wo dieses Programm dann eine optimierte Route plant für den Touristen, wo dann möglichst viele interessante Plätze auf kürzesten Weg erreichen. Ich glaube, das ist also damit noch